Can we have the Bible text on the screen now? Können wir den Bibeltext auf der Leinwand haben? And the text is from Philippians 2. Das ist die Passage aus Philipper 2. And it's quite a long passage, so we will not read it both in German and English, but you can follow it in English on the screen and at the same time Corinna will read it in German. Also es wird auf Englisch auf der Leinwand sein und ich werde es in Deutsch lesen. Ermutigt ihr euch gegenseitig, Christus nachzufolgen? Tröstet ihr euch gegenseitig in Liebe? Seid ihr im Heiligen Geist verbunden? Gibt es unter euch Barmherzigkeit und Mitgefühl? Dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in guter Gemeinschaft zusammenarbeitet, einander liebt und von Herzen zusammenhaltet. Seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesen Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Liebe Freunde, als ich bei euch war, habt ihr meine Anweisungen immer treu befolgt. Jetzt in meiner Abwesenheit müsst ihr noch mehr darauf achten, dass Gottes Liebe in eurem Leben sichtbar wird. Deshalb gehorcht Gott voller Achtung und Ehrfurcht. Denn Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen, und er gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm Freude macht. Was ihr auch tut, tut es ohne zu klagen und zu zweifeln, damit niemand euch irgendetwas vorwerfen kann. Als Kinder Gottes sollt ihr ein reines, vorbildliches Leben führen, in einer dunklen Welt voller verdorbener und verirrter Menschen, unter denen euer Leben wie ein helles Licht leuchtet. Haltet am Wort des Lebens fest, damit ich mich, wenn Christus wiederkommt, freuen kann, dass ich das Rennen nicht verloren habe und meine Arbeit nicht vergeblich war. Doch selbst wenn mein Leben in Einsatz für euren Glauben geopfert werden soll, will ich mich freuen und möchte meine Freude mit euch allen teilen. Und auch ihr sollt glücklich darüber sein und euch mit mir freuen. Thank you. During our Christmas holidays, my husband and I rewrote our will. Während der Weihnachtsferien haben mein Mann und ich unser Testament neu geschrieben. Not that we are planning to die anytime soon. Wir planen nicht, jetzt in baldiger Zukunft zu sterben. But we want to be prepared. Aber wir möchten vorbereitet sein. We are both turning 65 this June. Im Juni dieses Jahres werden wir beide 65. And very soon we will retire from OM Ships and move to Sweden. Und sehr bald werden wir in Rente gehen und dann wieder zurück nach Schweden gehen. And as I was preparing, I thought that this message today is also like a will or like a testament that I want to leave with you. Und als ich das hier vorbereitet habe, habe ich gedacht, das ist auch so eine Art Testament, die ich hinterlassen möchte. Because you are just at the very beginning of your service for the Lord and we are at the other end. Weil ihr seid jetzt gerade am Beginn von eurem Dienst für den Herrn und wir sind schon am Ende. Each year when I see the new recruits come, I am thrilled. Jedes Jahr, wenn ich die Neuansteiger sehe, bin ich richtig begeistert. It's just wonderful to see how God keeps calling people to the mission field. Es ist einfach wundervoll zu sehen, wie Gott einfach Menschen ins Missionsfeld beruft. The ministry continues, even though the workers change. Die Arbeit geht weiter, aber die Arbeit geht weiter und die Mitarbeiter wechseln. And whenever the buses leave after the conference is over, I always find myself wiping my tears. Und wenn dann die ganzen Busse von der Konferenz wegfahren, dann habe ich Tränen in den Augen. Oh, gratitude to God for calling young people into the ministry. Tränen der Dankbarkeit gegenüber Gott, dass er junge Menschen in seinen Dienst beruft. But also thinking of the struggles, the sacrifices that it will involve to be involved in ministry. Aber auch wenn ich daran denke, welche Schwierigkeiten es hat, wenn man einfach im Dienst steht. But the good news is that God is faithful and you will prove him faithful over and over again.
Aber das Gute ist, Gott ist treu und er wird immer wieder seine Treue zeigen. And you will experience that there is great joy even in the midst of sacrifice. Und ihr werdet erleben, dass es große Freude gibt, auch wenn ihr sehr viel opfern müsst. And it's worth sacrificing something in order to be involved in something that is much bigger than yourself. Und es ist einfach wert, wenn man einfach etwas opfert und nicht irgendwie es um einen selber geht. Serving sacrificially doesn't sound very positive. Opferbereit dienen klingt nicht sehr positiv. Because both those words, service and sacrifice, imply that it's something we have to do something that we would rather not do. Weil beide Wörter dienen und Opfer, die klingen so, als dass wir was machen sollen, was wir eigentlich gar nicht machen wollen. It's not really cool to talk about sacrifice today. Es ist nicht wirklich toll, heutzutage von Opfer zu sprechen. But Jesus taught it as if it was something very important. Aber Jesus hat gesagt, dass es etwas sehr Wichtiges ist. It may not be modern, but it is biblical. Es ist vielleicht nicht modern, aber es ist biblisch. Actually, to make it worse, when you look in the New Testament, the word for servant is actually doulos in Greek, which means slave. Um es noch schlimmer zu machen, das Wort Diener im Neuen Testament, das ist das griechische Wort doulos und das bedeutet Sklave. A servant would get their wages and have some free time after their time of service. Ein Diener, der bekommt seinen Lohn und hat auch ein bisschen freie Zeit. But a slave belonged to the master and had absolutely no free will at all. Aber ein Sklave gehört seinem Meister und hat eigentlich gar keinen freien Willen. There is a passage in Luke 17. In Lukas 17 gibt es einen Abschnitt. And there is a master who has a servant. Da gibt es einen Meister, der einen Diener hat. And the servant is busy plowing the fields and looking after the sheep. Und der Diener, der ist sehr beschäftigt, einfach das Feld zu bestellen und nach den Schafen zu schauen. Working all day long. Den ganzen Tag ist er am Arbeiten. So when he comes home in the evening, you would think that he could enjoy a little bit at supper time. Und man könnte ja denken, so am Abend könnte er mal so ein bisschen das Abendessen genießen, freie Zeit haben. But when he comes home, the master expects him to cook supper for him and serve him before he himself can have something to eat. Aber davor hat der Meister erstmal erwartet, dass der Sklave dem Meister das Essen bringt und ihn bedient. And he must not even expect a thank you, because this is actually his duty as a slave. Und er hat nicht mal ein Dankeschön erwarten können, weil das gehört zu seinen Aufgaben als Diener. And then Jesus says, und dann sagt Jesus, in the same way, when you obey me, you should say, we are not worthy of praise, we are servants who have simply done our duty. Luke 17:10. Wenn ihr mir gehorcht, sollt auch ihr sagen, wir haben keine besondere Anerkennung verdient. Wir sind Diener und haben nur unsere Pflicht getan. The mother of James and John, die Mutter von Jakobus und Johannes, came to Jesus, die kam zu Jesus, to ask for something special. Die hatte eine ganz besondere Bitte. She said, when you sit on the throne of glory, let my sons sit one on the left and one on the right hand. Und sie hat gesagt, wenn du eines Tages auf dem Thron sitzt, können da nicht einer meiner Söhne zu deiner Linken und einer zu deiner Rechten sitzen? It is like if Jesus is the president, one would be the vice president and the other one would be the secretary of state. Und das ist so, wie wenn Jesus der Präsident wäre und der eine wäre der Vizepräsident und der andere der Außenminister. I think all mothers want their children to get ahead in life. Und ich denke, jede Mutter möchte, dass aus ihrem Kind irgendetwas wird. It's all about being number one. Es geht eigentlich immer darum, die Nummer eins zu sein. This notion that also Birgit talked about, that the first shall be last, doesn't sit very well with us. Diese Bibelstelle, wo Birgit auch schon drüber geredet hat, dass der Erste der Letzte sein soll, das passt uns eigentlich nicht so ganz. And that the one who wants to be great in the kingdom of God should be the servant of all doesn't have a lot of credibility in our culture. Und dass derjenige, der jemand Großes im Königreich Gottes sein will, einfach ein Sklave sein muss, das passt auch nicht so ganz in unsere Kultur heute. I have been in the Lord's service for many years. Ich diene jetzt dem Herrn schon für viele Jahre. And even though there have been struggles along the way, und auch wenn es einige Schwierigkeiten gab,
Most of the time it has felt like a huge big privilege to be involved in the Lord's business. Aber die meiste Zeit war es für mich ein ganz großes Vorrecht, im Dienst des Herrn zu stehen. And actually I feel the longer I'm involved, the less the sacrifices seem to be. Und mir scheint es so, dass je länger ich im Dienst stehe, dass das Opfer immer kleiner wird. Compared to the great sacrifice that Jesus did for us. Verglichen mit dem großen Opfer, das Jesus für uns getan hat. What seems like a sacrifice to some people may not be a sacrifice for others. Und was für den einen Opfer bedeutet, mag für den anderen kein Opfer bedeuten. And it also seems to change as the time goes by what we consider sacrifice. Und es verändert sich auch so, wie die Zeit sich auch verändert, was wir als ein Opfer ansehen. When I joined OM in 1967, als ich 1967 zu OM gekommen bin, I was a little rebellious, if you can imagine that. War ich etwas rebellisch? It was not allowed for women to wear trousers in those days. Es war nicht erlaubt für Frauen Hosen zu tragen. And regarding the skirts, it said clearly in the instructions that they should be at least to mid-knee. Und wir mussten Röcke tragen und es war in den Regeln, stand sogar, dass sie das übers Knie gehen mussten. In the 60s, miniskirts were in fashion. Und in den 60ern waren aber Miniröcke gerade modern. So I thought, whatever happens, I'm not going to have such long skirts as below the knee. Und ich dachte, egal was passiert, ich werde nicht so lange Röcke tragen. I couldn't believe that they meant that seriously. Und ich konnte nicht glauben, dass es wirklich ernst gemeint war. So I went to the conference in my short skirts. So ging ich zur Konferenz in meinem Minirock. And when I looked around, und als ich mich umsah, I saw that everybody else seemed to have followed the instructions and they actually wore longer skirts. So I stood out. Habe ich gemerkt, dass alle anderen Frauen den Regeln nachgefolgt sind und längere Röcke getragen hatten. Fortunately, I had a little bit of hem on the skirt, so I could make it longer. Ich hatte glücklicherweise noch etwas Saum im Rock und dann konnte ich den Rock noch etwas verlängern. So I sat on my sleeping bag and fixed it quite soon. Also saß ich auf meinem Schlafsack und habe das schnell umgenäht. So already on my very first day in OM, I realized that there is a place to lay down your own ideas. Und schon an meinem ersten Tag in OM habe ich einfach gemerkt, dass man seine eigenen Ideen oder Vorstellungen ablegen soll. It was quite a hurdle for me to overcome. Es war eine Hürde, die ich überkommen musste. Because I thought it cut into my freedom. Und ich hatte das Gefühl, dass meine Freiheit eingeschränkt wird. But I also wanted so much to join OM. Aber ich wollte unbedingt zu OM kommen. And I'm glad I did. Und ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe. Because I realized that there was something bigger than my own little preferences. Weil ich gemerkt habe, da ist etwas Größeres als meine eigenen Vorstellungen. I was very excited when I met some young people who recruited me to OM. Ich war sehr begeistert, als ich die jungen Menschen getroffen habe, die mich dann auch zu OM gebracht haben. And I noticed that when it said something in the Bible, they actually believed it and acted upon it. Und ich habe gemerkt, dass wenn etwas in der Bibel steht, dass sie es geglaubt haben und auch so danach gehandelt haben. If it said give up everything to follow Jesus, they did it. Und wenn da steht, gib alles auf, um Jesus nachzufolgen, dann haben sie es getan. And that actually excited me. I thought this is good. Und das hat mich begeistert. Ich habe gedacht, das ist gut. In retrospect, I think we were probably a bit extreme. Heute denke ich, wir waren vielleicht etwas extrem. But it was still exciting because it was so different from the kind of Christian life that I had lived up till then. Aber es war auch begeisternd, weil es so anders war als das, was ich bisher unter Christentum kannte. In Mark 10 we read something quite hard that Jesus says. In Markus 10 steht etwas ziemlich Hartes, das Jesus gesagt hat. Mark 10, 29 and 30, Jesus said, I assure you that everyone who has given up house or brothers or sisters or mother or father or children or property for my sake and for the good news will receive now in return 100 times as many houses, brothers, sisters, mothers, children and property along with persecution. And in the world to come, that person will have eternal life. Ich versichere euch, jeder, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Besitz um meinetwillen und um der guten Botschaft willen aufgegeben hat, wird jetzt in dieser Zeit alles 100-fach zurückerhalten. Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Besitz. Wenn auch mitten unter Verfolgungen und in der
künftigen Welt wird er das ewige Leben haben. Did you notice that tucked in between the promises there is this promise that we would rather not have, that about persecution? Und habt ihr gemerkt, dass da auch drinne steht, mitten unter Verfolgung? A few years ago in this very conference, vor ein paar Jahren in genau dieser Konferenz, there was a young couple, war ein junges Ehepaar, on the way to the Lebanon, auf dem Weg in den Libanon. After a year or so of serving there, the wife was killed. Und nach einem Jahr des Dienstes dort wurde die Ehefrau ermordet. You saw it in the DVD on Thursday night. Und ihr habt das auch schon am Donnerstagabend in der DVD gesehen. The only crime she had committed besides being an American. Die einzigste Straftat, die sie getan hat, außer der Tatsache, dass sie Amerikanerin war, was that she had served Arabic women in a maternity clinic. War, dass sie mit arabischen Frauen in einer Geburtsklinik gearbeitet hat. In 1991, a terror struck OM ships when we were attacked in the Philippines by people throwing hand grenades. 1991 wurde die Dulos Opfer eines Bombenanschlags, eines terroristischen Anschlages, als Bomben auf uns geworfen worden sind. Two young ladies, 19 and 18 years old, were killed and over 30 seriously injured. Eine 18- und ein 19-jähriges Mädchen kam dabei ums Leben und 30 andere wurden verletzt. When I was a child, als ich ein Kind war, my mother forced me to swallow something called cod liver oil. It's something terrible. Okay. Als ich ein Kind war, hat meine Mutter mich gezwungen, Lebertran zu essen. I can still smell or taste how it felt in my mouth and the consistence of it. Und ich kann immer noch den Geschmack und die Konsistenz von dem Ganzen in meinem Mund spüren. But it was supposed to be good for me. Aber es war ja etwas, was gut für mich ist. So I did it. So habe ich es halt genommen. That is sometimes how we think about doing the will of God. Und so geht es uns manchmal damit, wenn wir denken, das ist es, wenn wir den Willen Gottes tun. We have the feeling that it will be extremely difficult and it will be against anything that we would like to do. Wir haben das Gefühl, dass es ganz schwierig ist und uns komplett gegen den Strich geht. But in the Bible text that we read in the beginning, aber in dem Bibeltext aus Philippa, it says that God works in us both to will and to do according to his purposes. Da steht, dass Gott in uns arbeiten wird und uns auch den Willen dazu geben wird. And that means that if we are open for God, he will change our minds so that we actually enjoy doing what he wants us to do, even if it is tough at times. Und das bedeutet, dass er einfach auch unsere Gedanken und unsere Einstellungen ändern kann, so dass wir ihm auch in schweren Zeiten dienen können. So that we can embrace the service gladly that God has before us. So dass wir diesen Dienst, den Gott für uns hat, einfach voller Freude annehmen können. And as a result, it will be like we also read that we will shine like stars in the darkness of the world. Und dann wird es einfach so sein, dass wir sein werden wie Sterne, die in der Dunkelheit strahlen. We live in a fallen world. We must never forget that. Wir leben in einer gefallenen Welt und das sollen wir niemals vergessen. And everybody that you share the gospel will not welcome you. Und nicht jeder, dem ihr von Jesus erzählt, wird euch mit offenen Armen empfangen. But they will watch you very carefully and your life will shine among the ungodliness in the world. Sie werden euch sehr stark beobachten und das Licht Gottes wird euch umgeben. Especially when we serve God in our own weakness. Speziell, wenn wir Gott in unserer eigenen Schwachheit dienen. When we are aware that I actually couldn't do it in my own strength, but still God is doing it through me. Wenn wir uns bewusst wären, dass wir es nicht in unserer eigenen Kraft machen können, sondern dass Gott es in uns machen muss. There are times when we also may have to sacrifice maybe our food. Es gibt Zeiten, wo wir ein Opfer bringen müssen, vielleicht in Bezug auf Essen. Maybe not to go without food for any length of time, but if for the sake of sharing the gospel with one person we skip a meal occasionally, it will not harm us. Es kann einfach bedeuten, dass wir unsere Mahlzeit mit einer Person teilen müssen. There is a story in John's Gospel, chapter 4.
In Johannes 4 gibt's eine Geschichte, where Jesus talks to a Samaritan woman, wo Jesus zu der samaritischen Frau spricht. And the disciples had gone shopping. Und die Jünger waren einkaufen. And they came back and were trying to force him to eat because it was way beyond lunchtime. Und sie haben ein bisschen was eingekauft und sie kamen zurück und wollten halt, dass er jetzt isst, weil es schon nach Mittag war. But Jesus said no. Aber Jesus hat gesagt, nee. I have food to eat that you don't know about. Ich habe ein Essen oder ich habe Nahrung, die ich zu mir nehme, von der ihr gar nichts wisst. And the disciples just thought of the food and they thought, has somebody brought him food? Und die Jünger haben gedacht, hat ihm schon jemand irgendwas zu essen gebracht? But then Jesus answered with those very well-known words, my nourishment comes from doing the will of God who sent me and from finishing his work. That's John 4:31-34. Und in Johannes 4:34 steht 34 only. 34. Ja, das ist klar. Meine Nahrung ist, dass ich den Willen Gottes tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollende. At other times Jesus would stay up all night long to pray, thus sacrificing his sleep. Und Jesus ist nächtelang aufgeblieben, um zu beten und hat seinen Schlaf geopfert. In the early days of OM there used to be all night prayer meetings. In den frühen Tagen von OM gab es Gebetszeiten, die ganze Nacht durchgingen. Not till 2 o'clock, but till 6, till 7 o'clock in the morning. Nicht bis 2 Uhr morgens, sondern bis 6, 7 Uhr morgens. I don't know if that still happens anywhere. Ich weiß nicht, ob das noch irgendwo passiert. In OM India we used to have one every month. In OM Indien hatten wir jeden Monat einen. It was not easy always. Es war nicht immer einfach. But I noticed that those people who I prayed with in those long nights of prayer have become some of my best and closest friends because we had been through that together. Aber ich habe gemerkt, dass die Menschen, mit denen ich die ganze Nacht durchgebetet habe, meine engsten Freunde geworden sind. I'm an only child. Ich bin ein Einzelkind. And I grew up on a farm in Sweden. Und ich bin in Schweden auf einem Bauernhof aufgewachsen. The next neighbors are quite a few hundred meters away. Und die nächsten Nachbarn sind ein paar hundert Metern weg. So there was lots of space to move around. Und da gab es viel Platz, wo ich rumrennen konnte. Then I came to India. Dann kam ich nach Indien. And I had to share a bedroom with 7 other ladies. Und ich musste ein Schlafzimmer mit 7 anderen Frauen teilen. And wherever we went 2 by 2. Und wo auch immer wir hingingen, gingen wir immer zu zweit hin. I was never alone. Ich war niemals allein. And if once in a while I tried to sneak into a corner just to think a few thoughts of my own. Und wenn ich versucht habe, mich irgendwie in eine Ecke zu verziehen, um einfach mal ein bisschen allein zu sein. Is one of the sisters that came and sat to me and held my hand and said, is something wrong with you? Da kam irgendeine von den Schwestern und hat sich zu mir gesetzt, meine Hand genommen, mich gefragt, ist alles mit dir in Ordnung? My attitude was tested to the uttermost. Meine Haltung. Ja, meine Haltung, die wurde da einfach immer wieder in Versuchung gestellt. It could be in your service for the Lord that your privacy has to be sacrificed. Es kann sein, dass im Dienst für den Herrn deine Privatsphäre geopfert werden muss. If you come from a big family, it may not be such an issue, but for me it certainly was. Wenn du von einer großen Familie kommst, ist das vielleicht nicht so ein Thema, aber für mich als Einzelkind war es das schon. Each country, of course, has their own culture. Jedes Land hat natürlich auch seine eigene Kultur. And we may think that our culture is somewhat superior to other cultures. Und wir denken eigentlich immer so, dass unsere Kultur schon mit den anderen Kulturen zusammenpasst. But if we go with that attitude, we will not reach the hearts of the people. Aber wenn wir mit dieser Einstellung gehen, werden wir nicht die Menschen erreichen. Even if it seems strange at first, the sooner we adjust, the better. Auch wenn es ein bisschen komisch ist, aber je schneller wir uns in die andere Kultur einleben, umso besser. Something that I have found quite hard when I have been far away from home. Eine Sache, die für mich ziemlich schwer war, als ich so weit weg von zu Hause war. Has been when family members have died and I had not been able to be there. War als Familienmitglieder gestorben sind und ich konnte nicht da sein. In 1989 I got a letter from my cousin. 1989 habe ich einen Brief von meinem Cousin bekommen. And as I opened the envelope, a small paper that she had put in after finishing the letter fell out. Und als ich den Umschlag öffnete, fiel ein kleiner Zettel raus, der noch nachträglich nach dem Brief in den Umschlag reingesteckt wurde. There were only 3 words on it.
Da waren nur drei Worte drauf. David died today. David starb heute. And that was my uncle who had been battling with cancer. Und das war mein Onkel, der an Krebs litt. But Jesus said, if we give up father, mother, brothers, property, we will get 100 times again. Aber Jesus hat gesagt, wenn wir Vater, Mutter, Besitz und unser Habe aufgeben, werden wir es 100-fach wiederbekommen. And I have experienced that I have had people all over the world that have become closer than even my own family. Und ich habe erlebt, dass viele Menschen auf der Welt, Hunderte, einfach viel enger wurden und mir viel näher standen als meine eigene Familie. I've stayed in many, many houses, enjoyed a lot of hospitality. Ich war schon in ganz vielen Häusern, habe ganz viel Gastfreundschaft erlebt. And whenever I needed a car, there was always a car to drive. Und wann immer ich ein Auto gebraucht habe, war eins da. May seem like a sacrifice, but God makes up for it many, many times over. Es scheint manchmal, als wäre es ein Opfer, aber Gott kann es auch ausgleichen, vielfach. That doesn't mean that it will be easy. Das bedeutet nicht, dass es einfach wird. But it will be good. Aber es wird gut. The secret, I believe, is to be so close to Jesus that you hear his voice and you know what he wants you to do. Und das Geheimnis ist, dass wir einfach ganz nah bei Jesus sein müssen, um einfach seine Stimme zu hören und zu wissen, was er will, dass wir tun. Through the word and through prayer. Durch das Wort Gottes und durch das Gebet. It is actually a great privilege to serve the Lord, and I want to congratulate you that you have taken this first step. Und es ist ein ganz großes Vorrecht, dem Herrn zu dienen. Und ich möchte euch gratulieren, dass ihr das jetzt macht. And also try always to think of what we heard earlier in the testimony, not to strive for your own rights. Und ich möchte auch, dass ihr euch immer daran erinnert, an das, was auch im Zeugnis gesagt worden, dass es nicht um eure eigenen Rechte geht. But look around and see what others need. Schaut euch einfach um und seht, was andere brauchen. Jesus is the best example, of course. Jesus ist das beste Beispiel. You are more important than what Jesus had in glory. You are more important. Du bist wichtiger than what Jesus had in glory. Als das, was Jesus hatte in der Herrlichkeit. Ah, als das, was Jesus im Himmel hatte. Mm-hmm. So he came to the world. Und deswegen kam er auf die Welt. To live among us. Um unter uns zu leben. That we can call a sacrifice. Das können wir ein Opfer nennen. To move from Sweden to India, maybe one small sacrifice. Ein kleines Opfer kann sein, dass wir von Schweden nach Indien ziehen. But compared to what Jesus did, it's very, very small. Aber verglichen mit dem, was Jesus getan hat, ist es ganz, ganz klein. So, should we then go out and look for trouble so that we can be blessed? Also sollen wir jetzt rausgehen und uns nach Schwierigkeiten umsehen, damit wir gesegnet werden? No. Nein. You don't have to do that because when you serve the Lord, they will come automatically. weil wenn wir Gott dienen, kommt das ganz automatisch. Those people at the conference who seem so nice. Diese Menschen hier in der Konferenz, die so nett erscheinen. Somehow when you are in the bus with them, they change somehow. Die können sich, wenn ihr dann mit ihnen im Bus seid, sich ziemlich ändern. They don't seem so friendly anymore. Dann sind sie auf einmal nicht mehr so freundlich. Jesus has warned us that it will not be easy. Jesus hat uns gewarnt, dass es nicht einfach sein wird. But remember, it is biblical, it is divine to lay down your life for something that is bigger than you. Aber erinnert euch daran, es ist biblisch und es ist göttlich, dass wir unseren eigenen Willen niederlegen, um einfach was Größeres zu tun. I suppose it's a sign of age, but I like to tell stories. Schätzungsweise liegt es an meinem Alter, aber ich erzähle gern Geschichten. I learned so many wonderful lessons in the very early days in OM. Ich habe so viele tolle Sachen in den frühen Jahren von OM gelernt. I'm still learning. Ich lerne immer noch. But a couple of practical lessons that I learned from a leader called Jonathan McRosty. Aber eine sehr praktische Sache, die ich von einem OM-Leiter namens Jonathan McRosty gelernt habe. He said, if you are in a room. Das ist, was wenn du in einem Raum bist. And there is some papers on the floor. Und das, wenn da ein paar Papiere auf dem Boden liegen. Feel free to pick them up. Dann dürft ihr die wirklich aufheben. Even if you haven't thrown them down yourself. Auch wenn ihr sie nicht selber runtergeschmissen habt. If you stay somewhere in a room or a house.
Wenn du irgendwo in einem Zimmer oder im Haus bist, leave it better than it looked when you came. Dann schau, dass es besser aussieht, als ihr angekommen wart. Just thinking of the next person who will come to that place. Denkt einfach an die nächste Person, die dorthin kommen wird. It's a simple exercise, but if you make that a rule of life, it will be much easier for you and for others to live with you. Es ist nur ein ganz einfaches Beispiel, aber wenn ihr das in eurem Leben als Regel einhaltet, dann werdet ihr ganz großen Segen erleben. There may be bigger sufferings than that that will come upon you. Es mag vielleicht auch noch größere Schwierigkeiten geben für euch. But then you can have that response that the disciples had when they suffered. Aber dann könnt ihr die gleiche Antwort haben wie die Jünger, als sie gelitten haben. They actually rejoiced that they were worthy to suffer for Christ. Sie haben sich gefreut, dass sie es wert waren, für Christus zu leiden. I think it may be a shock for us when we first hear what Jesus says. Es ist vielleicht im ersten Moment ein Schock für uns, wenn wir das hören, was Jesus sagt. When he talks about this, you know, whoever wants to be great, he should be a servant. Wenn er sagt, wer auch immer groß sein möchte, soll ein Diener werden. And the one who wants to be first should be a slave. Und derjenige, der erste sein will, soll ein Sklave sein. But this is what Jesus did when he came to the world, not to be served, but to serve. Aber das hat Jesus getan, als er in die Welt kam, nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen. This is very important. It's not only an option, but it's actually essential for our Christian lives. Das ist ganz wichtig. Das ist nicht nur eine Möglichkeit, sondern das ist das Wesentliche in unserem christlichen Leben. A lot of people strive to be great in this world. Viele Menschen versuchen groß in dieser Welt zu sein. And we want to feel good about ourselves. Und wir möchten, dass wir uns wohl in unserer Haut fühlen. But if we only do that in order to be important ourselves, we are down the wrong track. Aber wenn es nur darum geht, dass wir wichtig sind, dann sind wir einfach auf der falschen Spur. You don't get actually greatness from status. Man bekommt die Größe nicht durch seinen Status. Because there is always somebody who is a bit better than you. Weil es gibt immer jemand, der besser ist. The best way is to become the servant of Jesus and become servants of others, because that is what Jesus says is greatness. Das Beste ist, wenn wir ein Diener von Jesus werden und ein Diener für andere werden, weil das ist das auch, was Jesus uns aufgetragen hat. Last week I was involved in interviewing the ladies going to the ships. Letzte Woche habe ich die Frauen interviewt, die auf die Schiffe gehen. And we try to explain that it will be good food, and we'll take care of them, and so that the parents also can be comforted. Und wir haben versucht, ihnen zu erklären, dass es gut wird, dass das Essen gut ist und einfach auch, dass die Eltern beruhigt sind. But I think if Jesus had done recruiting, he would have done something different. Aber ich denke, wenn Jesus Recruiting gemacht hätte, hätte er was ganz anderes gemacht. He would have pointed out that it will not be that easy. Er hat herausgestellt, dass es nicht so einfach wird. And he actually told some people, go home and really think about it before you follow me. Und er hat einigen Leuten gesagt, geh erstmal nach Hause und denk darüber nach, bevor du mir nachfolgst. I'm not suggesting that you go home, by the way. Das heißt aber nicht, dass ihr wieder nach Hause gehen sollt. But that is how serious it was, that it is tough to follow Jesus. Aber so ernst ist es einfach, dass es wirklich auch schwer ist, Jesus nachzufolgen. But he did not want to mislead them. Aber er wollte sie nicht irgendwie in die Irre führen. And it is good to remember, we are not going on a Sunday school picnic, we are actually going into battle. Und wir müssen uns auch immer wieder in Erinnerung halten, dass wir nicht in ein Sonntagsschulpicknick gehen, sondern dass wir wirklich in ein Kampfgebiet gehen. But there is also some very beautiful words from Jesus. Aber es gibt auch richtig schöne Wörter von Jesus. And one is in Matthew 25, verse 21. Das eine ist in Matthäus 25, verse 21. 25, Vers 21. Where Jesus says to those who have served him faithfully, wo Jesus seinen treuen Dienern gesagt hat, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things, so I will put you in charge of many things. Come and share in your master's joy.
Gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen. Deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Lasst uns miteinander feiern. So keep that always in battle. It will not be easy. Aber behaltet euch das immer in Gedanken. Es wird nicht immer einfach sein. But your reward will be great. Maybe not on this earth, but definitely in heaven. Aber der Lohn, der wird groß sein. Vielleicht nicht hier auf der Erde, aber sicherlich im Himmel. I would like to finish with a poem by an Irish missionary lady called Amy Carmichael, who served in India for 55 years. Ich möchte mit einem Gedicht abschließen von Amy Carmichael, eine irische Missionarin, die 35 Jahre lang in Irland, in Indien gearbeitet hat. I read it the whole thing in English and then Corinna will read it in German. Berit wird es zuerst in Englisch lesen und dann ich in Deutsch. No scar. Hast thou no scar, no hidden scar on foot or side or hand? I hear this song as mighty in the land. I hear them hail thy bright ascendant star. Hast thou no scar? Hast thou no wound? Yet I was wounded by the archers, spent, leaned me against a tree to die, and rent by ravening beasts and compassed that compassed me, I swooned. Hast thou no wound? No wound, no scar? Yet, as the master shall the servant be, and pierced are the feet that follow me. But thine are whole. Can he have followed far, who hast no wound, no scar? Keine Schramme? Hast du keine Schramme, keine versteckte Schramme am Fuß, an der Seite oder deiner Hand? Ich höre, dass du im Lande als mächtig gepriesen wirst. Ich höre, wie sie deinen aufgehenden Stern bejubeln. Hast du keine Schramme? Hast du keine Wunde? Doch, ich wurde von den Schützen verletzt, verbraucht. Ich lehnte an einem Baum, um zu sterben. Von lechzenden Bestien umgeben fiel ich in Ohnmacht. Hast du keine Wunde? Keine Wunde, keine Schramme, doch wie dem Meister wird es dem Diener gehen. Und die Füße, die mir nachfolgen, sind durchbohrt, aber deine sind unversehrt. Kann er weit gefolgt sein, der, der keine Wunde, keine Schramme hat? Let's pray. Lass uns beten. Lord Jesus, I thank you for the great privilege of serving you. And I pray that each one of my young brothers and sisters will experience the joy that it is in serving you. And Lord, even when the tough times come, they will then remember the great sacrifice that you did for us. And we thank you that you will also work in each one of us the will and the power, the strength to do what you want us to do. Lord, I thank you that I have proved you so faithful over the years, and I pray that my friends here will make the same experience as they begin their missionary journey. And I pray that you would watch over them, that you would be with them, that they will be aware of your presence day by day, and that they will one day hear those wonderful words, "Well done, faithful servant." In Jesus' name, amen. Thank you.